Ja, die Geschichte soll ich kann ich euch erzählen. Ja, bitte, es gab einen Mann, der hat einen Vortrag gehört von einem Imam. Und wo der Imam sagt, wenn du auf Allah richtige Tawakkul gegeben hast, dann wird die Versorgung in deinen Mund reinkommen. Der ist ein Bauer, hat früher so waren die Moscheen, hat so zugehört und dann ist er nach Hause gekommen, hat gesagt, Wallahi, ich werde kein Brot in meinen Mund nehmen, sondern das Brot soll von alleine in meinen Mund reinkommen. Und er sitzt zu Hause, die Frau hat Abendbrot gemacht, er sagt, ich darf nicht essen. Das Brot soll von alleine zu meinem Mund kommen. Dann er übernachtet ohne Essen. Und er sitzt zu Hause, frühstückt, er isst wieder nichts. Und er sagt, ich habe geschworen, das Essen soll von alleine in meinen Mund kommen. Und der Wart ist schon Mittag geworden und der Magen knurrt seit gestern und hat nichts gegessen. Er sagt, ich gehe mal raus in die Wüste, auf die Straße, vielleicht finde ich da was. Und dann wird das alleine in meinen Mund reinkommen, weil ich habe geschworen und ich darf meinen Eid nicht mehr brechen. Er geht raus, außerhalb der Dorf und läuft, plötzlich er sieht einen Baum, großes Baum, und da unter dem Baum ist ein großes Tisch bedeckt. Für 10, 20 Leute essen, alles bedeckt und er schaut keiner da. Und er ist alleine dort. Er sagt, Allahu Akbar, mein Dua ist angenommen worden, Rizq ist da, ohne dass ich mich bemüht habe. Aber ein Problem, ich hatte Bedingungen gestellt, dass diese Essen soll alleine in meinen Mund kommen, ohne dass ich meine Hand bewege. Und in dem Moment, er sieht eine Gruppe von Menschen, die dieses Essen gedeckt haben, die zu diesem Baum herkommen und er hat Angst bekommen und er versteckt sich irgendwo dort. Und dann der Anführer der Gruppe, als sie zum Essen gekommen sind, der sagt, such den Mann, weil sie haben ihn gesehen. Und die suchen ihn und bringen ihn. Und die sagen, warum hast du nicht gegessen? Du warst hier alleine. Der Führer fragt, warum hast du das nicht gemacht? Und der kann nicht sagen, was er für Eid gemacht hat. Der sagt, ich bin satt, ich will nicht essen. Weißt du, ich hatte keinen Hunger. Der Führer sagt, bestimmt hat er ein Gift reingetan, bindet seine Hände und wir stecken das in seinen Mund rein. Und dann wurde er seine Hände gebunden und wurde vollgestopft. Und er sagt, Halas, ich glaube, ich weiß, dass Allah der Versorger ist. Wir dürfen nicht Allah provozieren. Verstehst du? Wenn Allah was sagt, er sagt immer die Wahrheit. Und das ist diese Glauben, feste Überzeugung. Du weißt, Allah wird mich versorgen, er wird mich enttäuschen. Und wenn mir der Tod kommt, dann ist das nicht Katastrophe, sondern der Beginn der Versorgung der Gewaltigsten. Wie ein Kind, der im Mutters Bauch ist. Wenn du jetzt einem schwangeren Kind, der im Mutters Bauch ist, einer Frau gehst und mit dem Kind redest, ist dein Platz gut. Er sagt, wunderbar, hier ist schön warm. Ich habe hier eine Nabel und werde ständig versorgt und mir geht es gut. Du sagst aber, wir sind hier besser. Hier ist großes Welt, großes Platz, du kannst marschieren. Gibt es Wälder, gibt es blaue Wolken, es gibt Sonne, es gibt Planeten, Sterne. Es gibt jede Art von Früchte und ist nicht so enges Raum und dunkel, wie es bei dir ist. Und dann, er kommt auf die Welt und er sieht jetzt Dunya. Wir alle haben Dunya gesehen. Würde jetzt jemand zurückgehen wollen und im Mutters Bauch leben wollen? Keiner. Und genauso, wenn du in Jannah bist, die sagen, willst du wieder Dunya? Der sagt, niemals. Wenn du siehst die Versorgung dort und das Ewigkeit dort und die Gaben dort, dann wirst du niemals wünschen, in Dunya zu kommen. Stehst du? Und deswegen, das ist die Wahrheit.